Platten aus der Decke runtergefallen. Hallo alle ihr wunderbaren Autoenthusiasten da draußen und willkommen zurück zu Cartopia TV und zu einer weiteren Episode von Car Guys Paradise, Paradiese für Autoenthusiasten. Wir sind hier bei der Wilson Weißwurst, einer ganz speziellen Oldtimer-Veranstaltung auf dem Bereich der BMW Classic der offiziellen. Natürlich lockt Wilson Weißwurst, weil es auf dem Bereich der BMW Classic ist, sehr viele BMWs an, aber es ist tatsächlich offen für jede Art von Oldtimer. Da hinten steht ein Käfer, da hinten ein MG. Also jeder kann mit seinem Oldtimer herkommen, wie er möchte, und er kriegt kostenlos zwei Weißwurstbreze und eine kostenlose Tour durch die BMW Classic, wenn man da noch nicht drin war. Aber schauen wir mal zuerst mal auf den Parkplätzen rum, was da vielleicht die Leute mitgebracht haben, denn meistens gibt es hier auch ein paar sehr schöne Schätze zu finden. Zwei sehr schöne Autos und die perfekte Darstellung, wie sich Design verändert hat. Ein 57er T-Bird und ein 67er Mustang. Beide von Ford, beide unglaublich schöne Autos. Von allen Autos, die hier stehen würden, hatte ich das hier auf keinen Fall erwartet. Und ich hatte am Anfang auch keine Ahnung, was es ist. Aber dann habe ich das Specsheet gelesen, was da im Innenraum steht. Und meine Güte, das da ist was Besonderes. Das ist ein Buick 90 Speedster. Tatsächlich ein alter Rennwagen von 1933 mit einem 8,6 Liter Reihen-8-Zylinder. Dieses Fahrzeug ist in dem Indianapolis 500 von 1937 gefahren mit einer theoretischen Höchstgeschwindigkeit von 265 mit einem nicht wirklich sehr sicheren Interieur, sagen wir mal. Also ziemlich spezielles Auto, würde ich sagen. Ein Ort, den ich schon mehrmals gezeigt habe, muss ich sagen. Schauen wir mal, ob irgendwas Neues drin steht. Im Vergleich zu den vorherigen Videos, die Infokarten sind oben in der Ecke. Ich meine, das hier ist immer meine Lieblingsreihe gewesen, die Rennwagen. Ja, ich würde gerne den M8 zeigen, aber der ist abgedeckt. Zeigen wir lieber den M6 GT3. Bis zu diesem Jahr wurde der ja eingesetzt und ist mittlerweile ersetzt durch den M4 GT3. Aber dieses Modell hat tatsächlich mal keine Lackierung. Also sieht man mal, dass das Auto komplett nur aus Carbonfaser besteht. Wirklich von vorne bis hinten, im Innenraum, außen, überall. Ja, nur um Gewicht zu sparen, weil der Standard M6 wiegt ja ein bisschen. Der da wiegt so 1300, also irgendwo musste das Gewicht ja raus. Und man sieht, da ist eigentlich nichts mehr vom Standardauto wirklich zu sehen. Mal schön, das wirklich so in der Rohfassung anzuschauen. Gehen wir zwei Autos weiter. Da hinter mir, das ist der BMW V12 LMR.
das Le Mans-Siegerauto von 1999, meinem Geburtsjahr. Deswegen habe ich eine ganz besondere Verbindung zu diesem Fahrzeug. Dieses Auto besitzt einen 6 Liter V12, ein richtiges Kreischmonster an Motor. Als der draußen stand unter diesem Arch und mal angelassen wurde, sind fast die Platten aus der Decke runtergefallen. Na gut, bei dem Auto braucht man keine Dämpfung, ne? Das ist halt so. Ja, nicht nur reine BMW-Fahrzeuge sind hier ausgestellt, sondern auch mit BMW in Verbindung gebracht. Das ist der Brabham BT52 von 1983. Das Auto, das Nelson Piquet zu seiner zweiten Meisterschaft gebracht hat. Fahrermeisterschaft, muss man sagen. Konstrukteur hat damals Ferrari gewonnen. Dieses Auto ist wahrscheinlich eines der leistungsstärksten in der Formel 1 Geschichte. Im Qualifying-Trim hat dieses Auto mit einem 1,6 Liter Vierzylinder mit einem ungefähr kopfgroßen Turbolader bis zu 1400 PS gehabt. Und das in diesem Dart-Auto mit tatsächlich relativ wenig Abtrieb. Das muss ein echtes Monster gewesen sein zum Fahren. Aber schon damals, da sieht man einfach, wie die Ingenieurskraft stark war. Einfach an der Art des Frontflügels, wie diese Platten da aussehen, die man schon einstellen kann und alles. Aber diese Art von Fahrzeug ist einfach so viel schöner wie die, zumindest letztes Jahr. Die Formel 1 Autos dieses Jahr sind ja ein bisschen schöner, aber nichts schlägt einfach die Autos aus den 80ern, 90ern und den 2000ern. Das ist halt einfach so. Die BMW hat tatsächlich 3 M1 Procars in dieser Reihe stehen. Da steht einer, da hinten steht einer, beide in BMW M-Farben. Und dann ist dann noch der lustigste, der Wirtshaus M1 Procar gefahren von Prinz Poldi von Bayern. Deswegen ist dieses Auto auch eingedeckt mit ganz viel bayerischen Akzenten überall drauf. Eins der ikonischsten M1 Procars. Dieses Auto vorher als Teil der Procar-Serie, eine One-Make-Series, ungefähr wie der 911er GT3 Cup heutzutage, aber deutlich größer. Diese Serie fuhr im Rahmen der Formel 1 damals und hatte die 6 besten Fahrer aus dem Qualifying der Formel 1 in den Procars zusammen mit den erfahrenen Fahrern, die das ganze Jahr in der Procar-Serie gefahren sind. Ein sehr interessantes Konzept, ein sehr tolles Konzept. Ich kann mir kaum vorstellen, dass heutzutage die Formel 1-Fahrer nach dem Qualifying sich in irgendeinen Tourenwagen setzen, einmal ein Rennen gewinnen und danach wieder in die Formel 1 umsteigen. Ja, also eine besondere Serie. Leider ging sie nur 2 Jahre lang, aber es gibt eine Menge M1 Procars, die bis heute überlebt haben, die überall gesehen werden, hier im Museum, auf Veranstaltungen, zum Beispiel auf dem Oldtimer Grand Prix, da fahren sie immer sehr gerne mit, oder auch an anderen Orten. Also sie sind uns nicht verloren gegangen, aber es wäre schön, wenn man so eine Serie heute wieder hätte. So, die restlichen Wagen, die hier in der BMW Classic drinstehen, sind größtenteils so Serienautos von damals oder auch die Reihe von Konzeptautos, obwohl selbst da recht wenig Konzeptautos heute da sind. Auf jeden Fall nicht so ultra ganz interessant, aber auf jeden Fall herkommen. Was aber auch mal interessant wäre zu anschauen, was leider nicht öffentlich zugänglich ist, ist die BMW-Sammlung, wo nochmal deutlich mehr Sachen drinstehen und auch deutlich andere Sachen, weil manche von den Kunstwerken hier drin sind immer da. Also ja, in dem Sinne gehen wir mal weiter. Und wenn euch die Episode gefallen hat, warum driftet ihr dann nicht mit der Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button und ja, ich sehe euch in den nächsten Episoden und in den nächsten Videos. Ciao!